9. Februar. Fühlen, wie Gott fühlt. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Römer 14, Vers 8. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die es gelernt hatte, mitzuleiden, wenn Gott entehrt wurde. Sie verließ ihr kleines Dorf in West Virginia, um mit einem jungen Mann, der an der Universität von Los Angeles studierte, zu leben. Nach einer Weile hatte er sie einfach auf die Straße gesetzt. Sie irrte umher und versuchte wiederholte Male, sich das Leben zu nehmen, ohne Erfolg. Meine Schwester und ich lernten sie kennen und hatten die Möglichkeit, sie zu Christus zu führen. Kurze Zeit später entschied sie sich dann, in ihr Heimatdorf zurückzukehren, um ihrer Mutter und ihren Freunden von Jesus zu erzählen. Einige Monate später schrieb sie mir einen Brief, hier einige Auszüge daraus. Ich kann die unerträgliche Traurigkeit Gottes, die er fühlt, wenn jemand ihn ablehnt und nicht ehrt, in gewissem Sinne nachempfinden. Er ist Gott. Er hat uns gemacht. Er hat uns alles gegeben und wir zweifeln an ihn und lehnen ihn ab. Es ist schrecklich. Wenn ich an den Schmerz denke, den ich ihm zufüge, bleibt nur noch die Hoffnung, dass ich eines Tages etwas davon wieder gut machen kann. Es ist mir absolut klar, dass Gott verherrlicht werden muss. Ich kann es kaum erwarten, Jesus und dadurch indirekt auch Gott zu erzählen, wie sehr ich ihn liebe. Ich will, dass Gott seinen rechtmäßigen Platz bekommt und werde alles daran setzen, dass dieses Ziel erreicht wird. Ich bin es leid, zu sehen, wie die Menschen ihn behandeln und ihm keinerlei Beachtung schenken.